Lautsprecher anmachen. Oh, kleinen Moment. Kleinen Moment. Micky Krause ist am Telefon. Na. Ja. Ja, das mache ich jetzt mal eben nicht kurz, Olaf. So. Also, Kollege Krause lässt Sie herzlich grüßen. Er war ja im letzten Jahr mit dabei. Und viele Grüße zurück, wenn du gleich mit ihm sprichst. Ich hätte es mir gewünscht, er wäre da. Es wäre lustig geworden. Ich soll aber auch einen lieben Gruß ausrichten, wenn ich darf. Darf ich das machen? Einen lieben Gruß an alle soll ich ausrichten. Er wäre gerne gekommen. Es geht leider nicht. Aber er freut sich schon auf den nächsten Wendler-Clan, der da heißt, Michael holt den Hauptschulabschluss nach. Einen lieben Gruß von Micky Krause soll ich hiermit ausrichten. Das habe ich hiermit getan. Dann gibt es also wirklich auch ganz, ganz dämliche Künstlerkollegen, die haben einfach auch kein Hirn, um zu verstehen, was da gerade auch so passiert. Ich verstehe dann auch gar nicht, warum meine Kollegen so derart über mich ablästern. Es ist mit Neid natürlich dann auch immer sehr schnell erklärbar, aber letzten Endes war ich eigentlich immer jemand, der sich für die Szene, dem deutschen Schlager, extrem eingesetzt hat. Und ich war immer jemand, der dafür stand, dass wir als Künstler, wenn wir miteinander oder zueinander halten und das Miteinander zusammen aufziehen, viel mehr erreichen können, anstatt gegeneinander zu agieren oder gegeneinander zu kämpfen. Und das haben viele Kollegen in der Branche leider noch nicht richtig erkannt. Micky Krause ist wirklich ein ganz, ganz, ganz enger Kollege von mir und für mich der Mega-Man. Und er wurde natürlich leider Gottes eigentlich ausgeladen, weil es hätte natürlich einige Spitzen gegeben gegenüber dem Soapstar, Herrn Wendler, und er hat eigentlich gesagt, er freut sich schon, wenn er auf Sat.1 wieder den Wendler-Clan gucken darf, Michael holt seinen Hauptschulabschluss nach. Das ist bestimmt eine hohe Einschaltquote, glaube ich. Ich glaube aber, er hat seinen Hauptschulabschluss gemacht. Ist so? Ich glaube, er hat sogar Realschulabschluss. Oh, 10 Typ B, das wäre gut. Ergänzungskurs. Michael, das kannst du auch schon beurteilen, in den paar Jährchen, die du dabei bist, aber du treibst es schon richtig doll. Die sitzen ja zwei polarisierend nebeneinander. Und wieso ich polarisiere oder wie ich polarisiere, wie du polarisierst, ich glaube, ich brauche es nicht zu erklären. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, sehr divergierend, aber irgendwo das Polarisieren heißt, man hängt irgendwie an irgendeinem Ende eines gewissen Spektrums, und das tun wir wohl beide. Und das Polarisieren, trotz aller Unkenrufe, nicht das Schlechteste sein muss, dabei auch noch Spaß bringt, wenn man ein bisschen über sich lachen kann. Und du erinnerst dich noch an meinen Satz, als wir uns... Darf ich das, diesen Ausflug machen kurz? Ich weiß nicht, wenn es dich nicht interessiert, stopp mich. Ich rede immer gerne, wenn ich erstmal anfange. Ich weiß noch, wie du dich zu mir in die Maschine gesetzt hast. Nein, auf den Platz in der Maschine, logischerweise. Uns gehört ja schon fast die Airline. Air British, wollte ich schon sagen. Air Berlin. Kam er zu mir, sah ich ihn zum ersten Mal. Er sagt, darf mich zu dir setzen? Ich sage, Mensch, welche Ehre, Kerl. Und ich saß vorne, du saß, hast zufällig hinten gesessen. Es ist keine Rangfolge, sondern es war rein zufällig. Und das Erste, was ich ihn fragte, den lieben Michael, ich sag mal, meinst du das ehrlich? Ist es das, was du wirklich auch selbst vertrittst, persönlich, was man von dir hört und was so kolportiert wird? Weil ich kannte ihn bis dato nur peripher. Oder ist das eine Strategie? Und als er sofort postwendend, ohne zu überlegen, deswegen habe ich ihm danach geglaubt, sagte, es ist eine Strategie. Da habe ich ihm die Hand gereicht und habe ihm gesagt, die sitzen zwei Polarisierer, welcome. Der Rest ist Geschichte. Ich hoffe, ich mache es noch lange. Also das sind mit Sicherheit Kollegen, die es erstmal überhaupt nicht nötig haben, über andere Künstler abzulästern, die selber so viel schon erreicht haben und so viel durchgemacht haben, dann auch schon so eine gewisse Altersweisheit haben. Jürgen Drews ist einer, der auch in meinem Buch besonders gut wegkommt, weil ich einfach subjektiv beurteile, dass Jürgen Drews jemand ist, der noch Herz hat und Verstand hat. Ich polarisiere mit beiden Füßen auf dem Boden und baue auch kein Schloss. Glauben Sie, man braucht ein dickes Fell in dem Geschäft? Ja, natürlich. Also ein dickes Fell brauchst du immer. Aber letztendlich, entschuldige, jeder macht seinen Job, ne? Jeder pinkelt in eine Rinne und jeder kocht mit Wasser. Und von daher ist das für mich der normalste Job der Welt. Der eine macht den Job gerne, der macht den Job gerne, ich mach meinen Job gerne. Du machst deinen Job gerne und der Kameramann auch seinen Job. Und von daher ist das für mich ganz normal. Ich mach einen ganz normalen Job. Der eine ist beliebt, der andere nicht.